coffee black, wife too. Don't turn this to no controversy, it's my boo. I can make a quarter million off a haiku, and I can make another quarter off it times two. If it's money on the table, I'll be on it like Bobby or Epic. You peep the aesthetic, it's hard to forget it. I hear you talking, but you're hardly right. I'm the voice of your prototype. Summertime and NY. Und damit einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in Tattoo Seiner Hood. Heute beginnen die letzten Vorbereitungen für das kommende Drift-Event. Wir werden noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Heute wird aber ein entspannter Schraubertag, das kann ich euch sagen. Wir haben es 27 Grad heute Morgen in meiner Wohnung gehabt um 8.30 Uhr. Dementsprechend wird es heute mit Sicherheit ein 30 Grad plus Tag und an solchen heißen Tagen bin ich nicht so extrem motiviert. Ich bin einfach ein Wintermensch. Ihr habt es gesehen, der 36 steht gerade in der Halle. Liegt daran, dass gestern eine Hagelwarnung gab. Da habe ich den dann vorsichtshalber in die Halle gestellt und Snowy raus, weil die Kids von meinem Vermieter spielen im Hof immer Fußball und dann sollen sie lieber in Snowy reinschießen als in meine 36. Da interessiert es mich nicht wirklich. Aber jetzt geht der 36 raus, dass wir am Snowy schön weiterschrauben können und dann hole ich erstmal Frühstück. Noppe kommt gleich noch vorbei, da machen wir uns nachher entspannt eine Shisha an und dann wird heute mal wieder ein etwas entspannterer Schraubertag. Jetzt, wo der 36 eh schon läuft, können wir auch noch schnell Brotzeit holen fahren. Wir brauchen natürlich Stärkung zum Arbeiten. Holen wir einfach ein paar belegte Brötchen schnell oder so. So, Noppe, bist du bereit, oder? Auf geht's. E30-Profi. Weißt du, was mir vorher aufgefallen ist? Dass der E30 ein gutes Stück nochmal kleiner ist als der E36. Wir stehen vorne fast auf identischer Höhe. Und wenn man hinten dann mal schaut, ist der E36 schon nochmal so 20 cm länger. Also ist schon nicht übel. Willst du gleich mal in die Halle reinfahren? Ja, dann schieb mal rein den Hobel. Weißt du, wie es geht, oder? Ja, ja. Und was sagst du, sind der Kupplung gut, oder? Super. Lässt dich echt einfach fahren, gell? Ja. Dann legen wir mal los mit der ganzen Türgeschichte mit den Fenstern. Ich habe ja hier noch lauter Schlachtertüren an der Seite stehen. Ich hole sie mal eben raus. Wisst ihr, der Noppe hat auch einen sehr schönen E30 jetzt lange Zeit aufgebaut, deswegen kennt er sich ein bisschen aus. Der hat die Fensterheber schon mal ein- und ausgebaut. Dann kann der mir da ein bisschen über die Schulter gucken und helfen. Ich sag's euch, so Türen zusammenbauen ist der größte Müll. Das hier ist eigentlich eine Zierleiste, die hier so hingehört. Guckt euch mal an, wie krumm die jetzt ist, nachdem wir die weggemacht haben. Die ist halt komplett aus Blech. Es ist fast unmöglich, die wegzumachen, ohne die zu verbiegen. Aber die sollte man nochmal wieder ganz gut hinbiegen können auch. Jetzt probieren wir es mal an die neue Tür mit der Scheibe drin anzubauen. Du, ich hab dir hier so eine... Ja, danke. Boah, so passt der eigentlich schon echt perfekt. Hier unten steht sie noch einen halben Kilometer weg, aber oben ist schon ganz gut, ne? Jetzt bin ich gespannt, ey. Aber eigentlich, wenn du es schön einklipst. Ja. Perfekt. Aber so liegt sie jetzt ganz gut dran. Also man sieht auch keine großartigen Wölbungen. Habe ich schon schlimmer gesehen. Nur da unten will der Clips noch nicht halten.
Also Leiste hält, jetzt noch die Dichtung reinziehen, dass es nicht unbedingt reinpisst, falls es mal regnen sollte. So wichtig wäre es eigentlich auch nicht, aber wenn man schon alles da hat, dann machen wir es halt. Gott sei Dank hast du schon mal einen kompletten E30 zusammengebaut und weißt, wie sowas geht. Mit so Türzeug, da kannst du mich auch echt jagen. Ich bin froh, dass ich weiß, wie man bei mir 36 eine Tür auseinanderbaut, aber das Clipsystem hier ist ja nochmal komplett bescheuert. Gerade mit den Leisten, die hier so drauf kommen, mit diesen Mini-Clips, die da dran sind. Ja, weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Muss das sein? Ich glaube, es wird jetzt dann nochmal Zeit für eine Shisha, oder? Jo. Wir sind jetzt hier gerade schon wieder irgendwie mehrere Stunden an zwei Türen dran. Ja. Aber wir haben ja gesagt, wir machen heute entspannt. So. Rein in den Toaster. Bester Kohlegrill ever, weil man muss die Kohlen nicht umdrehen. Ist eine einfache Arbeit, oder? Was? Gut! Super! Jetzt so der Spiegel und dann ist die Tür auf, fertig. Das heißt, wir haben jetzt rundum wieder Glasfenster bis auf diese letzten kleinen Dreiecksfenster hinten. Da werde ich mir jetzt noch schnell Kunststofffenster anfertigen und einkleben. Dafür habe ich hier schon Plexiglas bestellt. Das ist so leicht grau getönt, dass es nicht komplett klar ist einfach. Die Scheiben werden wahrscheinlich eh alle wieder verdunkelt irgendwann mit Tönungsfolie einfach so schwarzmäßig. Aber ist geil, dass ich die Fenster jetzt einfach bei Bedarf schnell runterkurbeln kann und nicht immer die ganze Zeit ein- und ausbauen muss. Das ist ein bisschen Erhöhung der Quality of Life. Ich finde es übrigens ganz witzig, wie tief Snowy inzwischen ist, wenn man das Dach mal anguckt. Also da geht mir nicht mal mehr bis zur Brust vom Dach her. Ich werde mir für das Fenster jetzt mal aus Karton eine kleine Schablone rausschneiden und dann sollte das Ganze gut auf das Plexiglas übertragen können und dann können wir das Ganze mal nochmal gucken, wie wir es verbauen. Ja, so sieht dann die Scheibe fertig eingebaut aus. Ich habe sie jetzt noch nicht verklebt, verschraubt, wie auch immer, befestigt. Zierleiste ist unten schon dran. Jetzt sieht man natürlich, dass hier außenrum quasi der Rand ist, den man durchsieht. Um das Ganze unsichtbar zu machen, macht man das meistens so, dass tatsächlich ein schwarzer Rand einfach um die Scheibe außen ist. Das macht man entweder durch Abkleben oder Lackieren. Also ich werde es mal so breit abkleben, wie eben dieser Rand innen ist und den Streifen außen dann einfach mal schwarz lackieren. So, Mahlzeit. Jetzt ist Tag Nummer 2. Gestern Abend ging es noch bis in die Nacht rein, habe ich hier weitergemacht, aber einer meiner Kameraakkus hat sich dann verabschiedet, war leer. Den anderen hatte ich nicht dabei, also ich konnte leider nicht mitfilmen, was ich weitergemacht habe, aber ich kann euch ja eben zeigen, wie der Stand ist. Ich habe jetzt hier beide hinteren Fenster fertig lackiert, nur den Rand außen in Schwarz-Hochglanz, die Mitte mit Folie abgeklebt, da können wir dann gleich mal die Folie abziehen und dann die Fenster endlich einbauen. Ich habe noch eine ganz neue Sache gestern Abend auch noch neu gebaut, die ein bisschen mit Elektrizität zu tun hat. Wir bauen jetzt aber zuerst die Scheiben ein und dann zeige ich euch das neue Gimmick von Snowy, was ziemlich geil ist. Gut, die Scheiben werden dann soweit drin. Sieht auch tipptopp aus, meiner Meinung nach. Zierleisten sind auch schon mit dran. Ich habe das Ganze vorher ein bisschen mit Magneten festgeheftet, damit das Ganze dann auch hält und schön festtrocknet an der richtigen Stelle. Das Plexiglas, was ich da genommen habe, ist schon leicht grau getönt, also nicht 100% klar. Und ich finde, das passt eigentlich ganz gut, weil ich glaube, die richtige Entscheidung. Auch das mit dem schwarzen Rand sieht ganz gut aus. Man sieht hinten drin nicht den Blechfalz. Dann kann ich euch jetzt noch das neue Front-Feature von Snowy nahelegen. Ich war gestern noch im Baumarkt und habe mir hier so eine Hartschau Schaumplatte besorgt für 10 Euro oder was sie gekostet hat, 3 mm dick, und habe damit die Scheinwerferlöcher zugemacht. Ich habe nämlich schon vor einer Weile mal ein paar neue Lichter bestellt für Snowy und die habe ich dann gestern Nacht eben noch verbaut, verkabelt, funktioniert auch soweit, sieht auch sehr geil aus, und zwar habe ich da Angel Eyes reingeklatscht. Und Überraschung, die sehen richtig geil aus. E30 Front ist einfach dazu prädestiniert, da Angel Eyes einzubauen. Du hast einfach komplett runde Scheinwerferaussparungen und was passt da besser rein als schöne klassische Angel Eyes. Das sind LED Angel Eyes, also kaltweiß,
einfarbig, nicht RGB, gefällt mir besser und ich habe sowieso Bock, da weiße Lichter zu fahren. Ich habe einfach aus dem Hartschaum Platten mit dem Cuttermesser ausgeschnitten und habe die dann draufgeklebt auf die Nierenform quasi und darauf dann diese Ringe verklebt. Zur Verkabelung habe ich es auch ganz einfach gemacht. Also hier seht ihr die Kabel entlang laufen hinten drin. Jedes Angel Eye hat nochmal so einen Transistor dran, um auf 12 Volt richtig zu funktionieren. Und angeschlossen habe ich alles da unten drin auf dem Original Lichtschalter. Bedeutet, wenn die Zündung an ist, können wir ganz normal hier unseren Lichtschalter verwenden. Und schon haben wir vorne wunderschöne Angel Eyes. Ja, ihr wollt es sehen, gell? Aber ich filme nur die Tür, ich pissel. Tada! Wunderschön, oder? Und jetzt stellt euch die Karre noch gelackt vor, in einer schönen einheitlichen Farbe. Die Front schaut richtig fies böse aus. Die Lichter sind auch sehr hell, also hätte ich nicht erwartet. Die haben 6 Euro gekostet, alle 4 zusammen. Die sind von AliExpress. Ich weiß nicht, wie lange die funktionieren werden, aber jetzt gehen sie erstmal. Für das Geld kann man wirklich nichts sagen und die Optik ist wirklich auch schwer in Ordnung. Gesehen habe ich die Lichter bei einer norwegischen Drifterin im E30 und ich habe die dann angeschrieben auf Instagram und gefragt, wo die her hat. Und sie hat mir dann einfach einen AliExpress-Link geschickt. Dann habe ich gedacht, komm, bestellst du mal, kannst du nicht viel verlieren. Also inzwischen gefällt mir der Bock richtig, richtig gut. Ich fahre ihn mal noch mal kurz raus, dass wir die ganze Karre, so wie sie jetzt ist, in Augenschein nehmen können. Yeah. They talking like they don't know a king when they see one. See him in person, he take it back like a refund. Ballin' with my brothers on my playing D1. Daily checking chicken, he gon' spin it watching reruns. Say they real, but they clones of me. How my cousin in the pen with more phones than me. I got daily correspondence, we tapping in with the goonies. Tatted tagging my body, they tagging me like they knew me. They actually living goofy, I'm tagging the flicking, flexing the muscle like penitentiary Gucci. Been addicted to Stussy and hitting like roofies. I ain't tripping off you, cause I been tripping off Lucy. Das ist der Zustand, mit dem wir Snowy aufs kommende Event fahren werden. Ich finde, es sieht eigentlich ganz geil aus auch, hat so einen halben Missile-Look. Man sieht halt einfach, dass nur noch die Lackierung fehlt und der Rest passt perfekt. Hoffen wir mal, dass das Bodykit ganz bleibt bei den Drift Wars, dann wird das Ganze schon schaukeln. Die Äuglein sehen einfach richtig geil aus. Was will man da noch sagen? Für 6 Euro kann man mehr nicht rausholen durch Tuning. Und bevor ich jetzt 1 Million Nachrichten kriege, wo man die Dinger dann findet, ich verlinke es euch wie immer auf der MyHood-Seite von Snowy. Ich suche den Link nochmal raus, dann könnt ihr euch auch 6 Euro Angel Eyes zum Nachrüsten bestellen. Brauchen auch nur 3 Wochen, bis sie da sind, also alles easy. Dann würde ich sagen, habe ich für dieses Video meinen Soll erfüllt und wir sehen uns dann später im Livestream. Macht es gut, lasst den Kopf oben und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssle.